Lange Nacht der Kirchen ist die größte ökumenische Veranstaltung im Jahr in ganz Österreich und in vielen anderen Ländern Europas wird diese Lange Nacht der Kirche zu einem Erlebnis für Tausende von Leuten. Bei in der Steiermark 500 Veranstaltungen an ungefähr 100 Orten in der Steiermark und konzentriert natürlich auch in besonderer Weise hier in der Stadt Graz. Der Mehrwert auch dieser Langen Nacht der Kirche liegt auch in der Mehrzahl des Wortes Kirche, Kirchen, eben Kirchen, weil es, und das ist für mich etwas ganz Wichtiges als Vorsitzender auch des Ökumenischen Forums christlicher Kirchen in der Steiermark, dass es in dieser ökumenischen Vielfalt, dass viele Konfessionen hier sich beteiligen. In der Steiermark sind es 7 Konfessionen, die sich in dieser Langen Nacht der Kirchen beteiligen. Das Besondere an der Langen Nacht der Kirche, der Langen Nacht der Kirchen, ist dieses, dass wir die Menschen, die zu den Gottesdiensten und den kirchenspezifischen Veranstaltungen die Kirchenräume meistens nicht von innen betrachten, eingeladen sind und sich eingeladen fühlen können, die Kirchen einmal von innen anzuschauen, hineinzugehen und zu sehen, was ist in diesen Kirchenräumen alles möglich. Und man staunt, was es alles gibt in den Kirchen. Es gibt bildende Kunst, es gibt die Musik, es gibt die Kirchenräume als Begegnungsräume in unterschiedlicher Art und Weise und immer wieder auch als Aktionsräume. In der Langen Nacht der Kirchen haben wir die Möglichkeit, eine ganz große Bandbreite des Lebens im Inneren der Kirchen darzustellen und eben die Nutzung der Kirchen von außen nach innen zu verlagern, ganz bewusst. Und wir haben deshalb heuer auch im Innenhof des Minoritenklosters ein multireligiöses Fest in der Langen Nacht der Kirchen mit verschiedenen Religionen. Und hier dreht sich alles um das schöne Thema im Mai Liebe und Hochzeit. Es gibt Führungen zu verborgenen Orten, wie zum Beispiel zur Gruft oder zur Glockenstube in Gröbming oder auch eine Baustellenführung in Grazer Dom und vieles mehr. In Graz möchte ich auf ein paar neue Touren hinweisen, die heuer erstmals stattfinden. Eine nennt sich Mit leichtem Gepäck. Da können Sie auf den Spuren der Nachhaltigkeit wandeln und Einrichtungen wie Tagwerk, das Café Polet Paradise im Univiertel, Dekagram oder auch die Franziskanerkirche besuchen. Dort könnte man ja auch beim Beichtstuhl Station machen und sich erleichtern. Also auf den Spuren der Nachhaltigkeit. Wir haben ausgebildete Pilgerbegleiterinnen und Pilgerbegleiter in der Steiermark. So wird es erstmals eine Sternwartenwanderung zur Rudolfswarte geben. Eine Kooperation mit dem Alpenverein Sektion Graz und eine Sakralarchitektur mit Architekten, die zeigen, dass historisch und modern kein Widerspruch sein muss. Und abschließend möchte ich noch auf das diesjährige Motto der österreichischen Lange Nacht der Kirchen eingehen. Österreichweit Lange Nacht der Kirchen, aber auch in Südtirol zeitgleich, in Tschechien, immerhin in 1459 Kirchen, in der Slowakei und in Estland, das heißt, es wird eine große internationale lange Nacht werden. Und dieses Motto, das ist ein sehr schönes Motto, lautet, dann singt ihr Lieder wie in der Nacht, in der man sich heiligt für das Fest. Und dieses Motto haben wir der ganzen Steiermark mitgegeben. Dementsprechend gibt es sehr, sehr viele schöne Konzerte und es gibt viele Möglichkeiten zum Mitsingen. Das kommt auch immer sehr gut an in der Langen Nacht der Kirchen, dass man etwas mitgestalten, mittun kann. Und ich glaube, wir haben für alle Geschmacksrichtungen etwas dabei.